Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox. 12, 24 Volt. 200 Liter Nutzvolumen. Energieklasse A++. Wenn sie ein 220 Volt Gerät wäre. Nur das mit dem A++ ist so eine Sache für sich. Das sind ja dann Energieeffizienzindexe, die katalogisiert werden. Von 0 bis 22 ist A++. Besser geht nicht. Und diese Box hat im Kühlen einen Energieeffizienzindex von 16. Also wenn Sie eine haben mit 22, braucht die schon mal 50% mehr Strom und ist immer noch A++++. Wir sehen hier den Katalog und hier die technischen Daten. Einstellbar von minus 18 bis plus 10 Grad. Und dann die Energieverbrauchswerte, zum Beispiel bei 5 Grad innen und 25 Grad außen, 6,3 Watt. Und natürlich unten auch der Preis 980 Euro oder Franken. Ja, zu den Maßen von dieser Truhe. Die Truhe ist 900 breit. Sie hat eine Tiefe von, mit Scharnier hinten dran von 610 und eine Höhe von 84,5. Hier ist kein Griff dran. Dieser Griff wird beim Versand lose mitgeliefert, sind zwei Teile. Kann man anschrauben, hat ein Schloss dran. Vom Thermostaten hier ist der gleiche Thermostat, den wir für unsere B46 bis 81 verwenden, hergestellt in China. Ich verlinke euch in der Endcard irgendwo da. Dann am Ende das Video, wie die Steuerung bedient wird. Weiter habe ich einen Deckel mit Scharnieren, dass der Deckel offen bleibt. Und wir schauen jetzt uns die Truhe von innen her an. Wir haben hier zwei Körbe,